auf zum Auto. Bestes Schrauberwetter. Muss ich gleich klappen? Aber vielleicht kriege ich es drauf, wie du hinfällst. Machen wir mal. Unser Ziel für heute ist, diesen Querlenker wieder hier zu befestigen. Mal sehen, ob es klappt. Wie ihr seht, alles noch wie am Anfang. Zweiter Versuch. Zweiter Versuch fehlgeschlagen. Ja. Geil. Genau, aller guten Dinge sind drei. Und dann hoffen wir, dass wir endlich diese Schraube wieder reinkriegen. 2 Monate sind vergangen seit unserer Panne. Und es war mühsam. Plan A wäre, die Schraube wäre sofort reingegangen. Plan B, also Gewinde nachschneiden. Da mussten wir die zweite Schraube vom Dreieckslenker auch noch rausmachen und die Feder lösen. Danach ging das einwandfrei. Dann wollte die zweite Schraube nicht mehr rein. Da war dann der Auspuff im Weg. Und dann hatten wir auch die Schraube eigentlich relativ schnell drin. Dann haben wir die Feder nicht mehr reingehebelt bekommen. Also Schrauben wieder lösen. Und dann konnten wir alles festziehen und zack, war das erledigt. 100 Kilo Newton nicht hier. Geschafft. Und dann hatte ich schon Bedenken, wie gesagt, 2 Monate Standzeit, dass wir vielleicht Probleme mit unserer Batterie bekommen. Das Spannungsmesser hat gesagt 11,8 Volt. Wir haben es trotzdem versucht, ging natürlich nicht an. Passiert nichts. Wir werden jetzt erstmal die Batterie aufladen. Erst Minus, dann Plus. So ist gut, oder? So. Nächster Schritt, klemmen. Das ist das schöne Gerät. Erst Plus, dann Minus. Ja. Schon mal gut gegangen. Stunde der Wahrheit. Ich werde jetzt noch kurz hier bleiben und schauen, ob irgendwo was heiß wird. Weil dann will ich nicht weg. Wir haben jetzt über Nacht die Batterie geladen oder gestern den ganzen Tag. Und sind jetzt bei, glaube ich, 12,9 Volt. Jetzt versucht sie mal loszufahren. Und wir gucken zu, oder? You got this. Juhu! Er fährt!
Bei der Vollbremsung hat es ganz schön geschlittert. Und nach 2 Monaten Standzeit qualmt er ganz schön. Aber das Positive, er fährt erstmal. Sie kommt zurück. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es fährt. War schön. Es fährt. Noch ungewohnt. Wenn man jetzt so ein modernes Auto gewohnt ist, wie der Trabi, ist ungewohnt, aber es fährt. Es bremst, es lenkt. Ja, kann man drauf aufbauen. Jetzt sind die Reifen im Arsch von deinen Vollbremsen. Wahrscheinlich. Mann, hast du eine Wolke hinter dir. Ich hab vergessen, den Joke wieder reinzumachen. Da kommt doch sofort die Sonne raus. Blauer Himmel. Wir haben gute Laune. Oder? Ja. So geil.